Heute für euch alle 15 muggelstämmige Hexen und Zauberer in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit den Blutlinien in der Welt der Zauberei befassen. Genauer gesagt werden wir uns mit den Muggelgeborenen auseinandersetzen, die auch als Schlammblüter in der Slytherin-Sprache bekannt sind, sowie mit den dunkleren und unheimlicheren Aspekten des Blutstatus in der zaubernden Welt. Bevor wir jedoch tiefer in dieses Thema eintauchen, möchte ich zunächst feststellen, dass der Blutstatus einer der kontroversesten Aspekte der Zaubererwelt ist. Es handelt sich um ein Konzept, bei dem Zaubererfamilien je nach dem Grad der magischen Ausstattung ihrer Mitglieder unterschieden werden können. Im Allgemeinen werden die Menschen in einer der folgenden Kategorien eingeteilt: reinblütig, halbblütig oder Muggel. Der spezielle Begriff Muggelgeboren bezieht sich dabei auf eine Hexe oder einen Zauberer mit zwei nicht magischen Eltern. Die Existenz eines solchen Systems trägt in der Welt der Zauberer nichts als Hass und Vorurteile mit sich, ähnlich wie in der realen Welt. Tatsächlich lag einer der Hauptfokusse von Voldemorts Regime darin, die Kontrolle über die Gemeinschaften von Halbblütern und Muggeln zu erlangen. Voldemort war der Ansicht, dass diejenigen mit reinem Blut die Macht innehaben sollten. Er war zunehmend besorgt darüber, dass die Anzahl der Reinblütigen abnehmen würde, während die Anzahl der Muggelgeborenen anstieg. Dadurch könnte seiner Meinung nach das reine Blut aus der Welt der Zauberer verschwinden. Und wie sich herausstellte, hatte Voldemort mit dieser Befürchtung durchaus recht, denn Statistiken zeigen, dass die Zahl der Muggelgeborenen von Jahr zu Jahr steigt. Damit komme ich zum Kern des heutigen Videos, nämlich einer Liste aller bekannten Muggelgeborenen, das heißt Hexen oder Zauberer, die von Muggeleltern geboren wurden, von denen wir wissen, dass sie in der zaubernden Welt existieren. Ich beginne mit den offensichtlicheren und arbeite mich dann zu den weniger offensichtlichen vor, von denen du vielleicht nicht so viel weißt. Aber bevor wir starten, kommentier doch gerne mal unter dem Video, wie viele du davon kennst. Fangen wir direkt an mit Hermine Granger. Hermine Jean Granger wurde im Jahr 1979 als Hexe in eine Muggelfamilie geboren. Interessanterweise erkannte Hermine nicht sofort, dass sie tatsächlich eine Hexe war, sondern erst im Alter von 11 Jahren, als sie ihren Hogwarts-Brief erhielt. Hermine war die erste Person in ihrer Familie mit magischen Fähigkeiten und bekam später zwei Kinder mit Ronald Weasley, die als Halbblüter galten. Machen wir weiter mit Lily Potter. Lily Potter, geboren als Lily Evans, war eine englische Muggelhexe, die im Jahr 1960 als Tochter von Muggeleltern Mr. und Mrs. Evans geboren wurde. Sie ist vor allem bekannt als die Ehefrau von James Potter und die Mutter von Harry Potter. Lillys bemerkenswerte und beeindruckendste Tat war ihre liebevolle Opferbereitschaft, die es Harry Potter ermöglichte zu überleben und gleichzeitig Voldemort zumindest vorübergehend zu besiegen. Es ist ebenfalls erwähnenswert, dass Lillys Schwester Petunia trotz gleicher Abstammung nicht über magische Fähigkeiten verfügte. Kendra Dumbledore. Kendra Dumbledore, eine muggelstämmige Hexe, wurde im Jahr 1850 geboren. Kendra ist möglicherweise am besten bekannt als die Mutter des berühmten Schulleiters von Hogwarts, Albus Dumbledore, und die Ehefrau von Percival Dumbledore. Tragischerweise wurde Kendra bei einem tragischen Unfall, bei dem sie die Kontrolle über ihre Magie verlor, von ihrer Tochter Ariana getötet. Die Maulende Myrte. Maulende Myrte mit bürgerlichem Namen Myrte Warren war eine muggelstämmige Hexe, die entweder 1928 oder 1929 geboren wurde. Sie besuchte Hogwarts von 1940 bis 1943, also in denselben Jahren wie Voldemort, und wurde schließlich im Jahr 1943 auf Anweisung von Tom Riddle von einem Basilisken getötet. Nach diesem Vorfall wurde sie zu einem Geist, der in der Mädchentoilette im zweiten Stock des Hogwarts-Hauses spukte. Ted Tonks. Edward Tonks, auch bekannt als Ted Tonks, war ein Muggelzauberer, dessen genaues Geburtsjahr unbekannt ist, jedoch wurde er von Muggeleltern geboren. Er ist vor allem für seine Ehe mit Andromeda Black oder Andromeda Tonks bekannt, einer reinblütigen Hexe aus dem Hause Black, mit der er Nymphedora Tonks zeugte. Aufgrund von Teds muggelstämmigem Hintergrund verachtete Andromedas Familie sie. Teds Enkel Teddy, der Sohn von Nymphedora und Remus, wurde nach ihm benannt. Justin Finch Fletchley. Justin Finch Fletchley, ein muggelstämmiger Zauberer, der im Jahr 1980 geboren wurde. Es ist erwähnenswert, dass er im selben Jahr wie Harry Potter nach Hogwarts kam. Während seiner Schulzeit schloss sich Justin Dumbledores Armee an, eine Organisation, die von Harry Potter unterrichtet und geleitet wurde.
Colin Creevy. Colin Creevy, als Sohn von Mr. und Mrs. Creevy im Jahr 1981 geboren, war ein muggelstämmiger Zauberer. Er war der ältere Bruder von Dennis Creevy und zeichnete sich besonders durch seine Begeisterung für Harry Potter aus. Colin war dafür bekannt, Fotos von Harry und anderen Schülern in der Hogwarts-Schule zu machen. Im Mai 1998 wurde er leider von Todessern ermordet. Als nächstes haben wir Dennis Creevy. Dennis Creevy, als Sohn von Mr. und Mrs. Creevy im Jahr 1983 geboren, war ein muggelstämmiger Zauberer und der jüngere Bruder von Colin Creevy. Als Mitglied des Hauses Gryffindor schloss sich Dennis während seiner Zeit in Hogwarts Dumbledores Armee an. Dirk Cresswell. Dirk Cresswell, ein muggelstämmiger Zauberer, wurde Leiter des Kobold-Verbindungsbüros im Zaubereiministerium. Während der Übernahme des Ministeriums durch Lord Voldemort versuchte Cresswell seine Herkunft zu verschleiern, indem er einen Familienstammbaum fälschte. Dies wurde später entdeckt und Cresswell wurde schließlich von Entführern auf der Flucht ermordet. Mary Cattermole. Mary Elizabeth Cattermole war eine britische Hexe, die von Muggeleltern geboren wurde. Ihre Mutter war natürlich zunächst enttäuscht, doch nachdem sie dazu gebracht wurde, Gilderoy Lockharts Bücher zu lesen, glaubte sie langsam zu verstehen, wie nützlich es ist, eine voll ausgebildete Hexe in der Familie zu haben. Mrs. Ollivander. Mrs. Ollivander, eine muggelstämmige Hexe, zog zusammen mit ihrem Mann Ollivander den bekannten Zaubererstabmacher Garrick Ollivander auf. Garrick übernahm schließlich das Familienunternehmen der Zauberstabherstellung in der Winkelgasse. Nobby Leach. Nobby Leach, ein muggelstämmiger Zauberer, hatte die Position des britischen Zaubereiministers von 1962 bis 1968 inne. Als er das Amt übernahm, wurde er der erste muggelstämmige Zaubereiminister in der Geschichte. Im Jahr 1968 trat er von seinem Amt zurück, nachdem er an einer schweren Krankheit erkrankt war, von der viele vermuteten, dass sie auf das Werk von Abraxas Malfoy zurückzuführen ist. Kevin Entwistle. Kevin Entwistle, ein Zauberer, wurde 1979 als Sohn von Muggeleltern geboren. Er gehörte derselben Jahrgangsstufe wie Harry Potter an und wurde entweder dem Haus Hufflepuff oder dem Haus Ravenclaw zugeteilt. In Rowlings Entwurfsliste der Klasse wurde Kevin als Muggelgeborener aufgeführt, doch einige bezweifeln, dass dies dem Kanon entspricht, aufgrund möglicher Widersprüche mit den Romanen. Johannes Jonker. Johannes Jonker, ein amerikanischer Zauberer mit Muggelabstammung, wurde 1909 oder früher geboren. Zusammen mit Chicoba Wolf, Tiago Quintana und Violetta Bevu zählte Jonker zu den vier Zauberstabmachern, die im frühen 20. Jahrhundert in Nordamerika tätig waren. Jonkers Vater war ein erfolgreicher Möbelschreiner, was ihm wahrscheinlich die erforderliche Erfahrung in der Holzverarbeitung verlieh, um ein versierter Zauberstabmacher zu werden. Und damit ist die Liste der bekannten Muggelgeborenen abgeschlossen. Es gibt jedoch noch einige ehrenvolle Erwähnungen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Die erste Erwähnung geht an Hannah Abbott. Ich verstehe, was du denkst. Ist Hannah nicht ein Halbblut? Nun, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Hannah Abbott ursprünglich als Muggelgeborene in J.K. Rowlings Entwurf einer Liste von Schülern in der Klasse von Harry Potter aufgeführt war. Jedoch widersprach Rowling später in einem Interview, in dem sie erklärte, dass sie Hannah immer wieder als reinblütig betrachtet hat. Um einen Kompromiss zu finden, wurde Hannah offiziell als Halbblut eingestuft. Die nächste Erwähnung gebührt Terry Boots. Terry Boot war ebenso wie Hannah Abbott als Muggelgeborener in Rowlings Entwurfsliste der Klasse aufgeführt. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wird jedoch gezeigt, dass Boot sein Jahr in Hogwarts verbracht hat, obwohl Muggelgeborene während der Herrschaft von Lord Voldemort von der Schule ausgeschlossen waren. Das deutet darauf hin, dass Boot wahrscheinlich nicht als Muggelgeborener eingestuft werden kann. Es sei denn natürlich, er hat erfolgreich seinen Stammbaum gefälscht, um an der Schule bleiben zu können. Und das war's mit diesem Video. Es ist durchaus möglich, dass ich jemanden übersehen habe, also wenn ihr einen Namen seht, der in der Liste fehlt, dann kommentiert das gerne unter dem Video. Kanntet ihr all die Muggelgeborenen, die ich aufgeführt habe? Waren es mehr oder weniger, als ihr erwartet habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.